Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen kurzen Excel-Tutorial. Ja, heute geht es um Folgendes und zwar, wenn ihr in den Reiter Formeln reingeht, ja, habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten und unter anderem dieses Formelüberwachungsfenster. Und vielleicht habt ihr es schon mal gesehen und euch vielleicht gefragt, was kann man denn eigentlich damit machen, was ist denn das? Ja, wo das hilfreich sein kann, ist in folgendem Sachverhalt. Jetzt stellt euch mal vor, und das ist sogar sehr oft oder häufig der Fall, zumindest laut meiner eigenen Erfahrung, ihr seid in einem Unternehmen und ihr bekommt dann eine Excel-Datei von irgendjemand, kann ein Kollege von euch sein oder eine Person, die das Unternehmen möglicherweise sogar schon verlassen hat. Dann müsst ihr euch jetzt hinsetzen und mit dieser Datei auseinandersetzen. Jetzt sind da ein Haufen Formeln drin und ihr wisst erstmal nicht, okay, was ist denn, wie gehört das zusammen? Ja? Ist immer ein bisschen schwierig, weil jeder Mensch denkt ja vielleicht ein bisschen anders und da muss man sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Und da kann euch eben diese Formelüberwachung auch ein Stück weit weiterhelfen. Weil, was ihr hier tun könnt, ist Folgendes. Ihr könnt zunächst mal hier euch die Formeln anzeigen lassen. Das kann man eben, indem man sich ein Tabellenblatt auswählt. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier. Und wenn ich jetzt hier oben auf Formeln anzeigen gehe und mal draufklicke, dann sehe ich jetzt hier, ich bin schon verrutscht hier, aber ich sehe hier quasi, das seht ihr hier, quasi ich habe hier alle meine Formeln aufgeführt. Das heißt, statt die evaluierte Formel, also das Ergebnis der Formel anzuzeigen, zeigt er uns jetzt die einzelnen Formeln, die hier drin sind. In dem Fall sind sie halt nur, ist es nur dieser Bereich. Aber ihr habt natürlich auch, es könnte ja sein, dass ihr ein Excel-Tabellenblatt habt, in dem ihr hunderte von Formeln drin habt. Leider kommt das auch gelegentlich vor. Und dann ist es ganz hilfreich, zumindest sich vielleicht mal anzeigen zu lassen, was sind denn da überhaupt für Formeln drin? Um mal zu schauen, verstehe ich das überhaupt oder wie passt das zusammen und so weiter. Ist genau der nächste Punkt, wie passt das zusammen? Das ist der nächste Schritt. Also ihr habt jetzt zum Beispiel gesagt, okay, ich habe jetzt mir die Formel mal angezeigt, jetzt sehe ich, was da so drin ist. Dann gibt es eben auch noch diese schönen Pfeile hier, Spuren zum Vorgänger und zum Nachfolger. Das kann aber auch dabei hilfreich sein, wenn man mal verstehen will, wie genau diese Formeln eigentlich zusammenhängen. Was basiert auf was, ja? Welche Zelle quasi wird wiederum verwendet in einer anderen Zelle? Das sieht man hier zwar schon ein bisschen, aber man kann das eben noch deutlicher machen mit diesen Pfeilen. Ich nehme jetzt vielleicht die Formel nochmal raus hier, so, und zeige jetzt wieder die Originalwerte an, also die hier. Das heißt die evaluierten bzw. ausgerechneten Formeln. Jetzt könnte ich mal hier reingehen und sagen, ich klicke einfach mal zum Beispiel diese Formel an. Die hatten wir ja im letzten Video mit dem Verketten. Und dann würde ich ganz gerne wissen, was ist denn da die Spur zum Vorgänger? Spur zum Vorgänger, also woher, auf was bezieht sich denn diese Zelle? Das ist jetzt die Frage. Dann könnte ich da draufklicken und dann sehe ich, aha, diese Zelle hier evaluiert sich quasi oder quasi wird aus diesen Zellen hier berechnet. Und das könnt ihr beliebig fortspinnen. Also ihr könntet dann, wenn ich jetzt nochmal da draufklicke, dann wäre die Frage, okay, woher kommt denn diese Zelle wiederum? Ja? Oder beziehungsweise diese Zellen, die darauf aufbasierend das eben berechnen. Das heißt, ich könnte nochmal draufklicken und jetzt sehe ich, aha, Nord kommt von Nord hier oben. Warum ist das so? Naja, weil ich habe die Möglichkeit genutzt, quasi einmal Nord hier reinzuschreiben und dann eben das so runter zu kopieren. Deshalb kommt das jetzt eben so zustande. Deswegen kommt Nord wiederum, also das Ergebnis, beziehungsweise dieses Nord ist der Ausgangswert quasi, um dieses Nord zu berechnen. Und dieser Wert hier wiederum ist der Ausgangswert, um das zu berechnen. Ja, also es geht eben immer quasi, ihr könnt rückwärts gehen. Das ist das, was ich angeklickt habe, also meine selektierte oder ausgewählte Zelle. Diese Zelle zu berechnen, benötige ich diesen Bereich hier. Okay? Und um diesen Bereich zu berechnen, da war ein Wert hier drin, nämlich dieses Nord. Das wiederum hat diese Zelle gebraucht. Und so weiter. Ja, so könnt ihr das fortspinnen, bis irgendwann, wenn ich nochmal draufklicke, bekomme ich hier diesen Fehlerton, also dass entsprechend jetzt hier keine weitere Zelle verantwortlich ist, um letztendlich dieses Ergebnis zu erzielen. Ja? So könnt ihr das machen entsprechend. Und dasselbe funktioniert natürlich für die anderen Zellen genauso. Also ich nehme jetzt mal die Pfeile raus, Pfeile entfernen und könnt jetzt zum Beispiel mal diese Zelle hier anklicken. So, diese Zelle, auch wieder Spur zum Vorgänger, aha, die Zelle setzt sich zusammen aus den beiden, weil es ist die Differenz aus den beiden. Jetzt klicke ich nochmal drauf, Spuren zum Vorgänger, okay, jetzt habe ich schon mehr, weil diese Zelle wiederum ist die Summe aus diesen beiden Zellen. Und diese Zelle wiederum, diese 23.900, ist die Summe aus diesem ganzen Bereich. Also so ergibt sich das wiederum. Nochmal draufgeklickt, Spur zum Vorgänger und auch hier wieder, das war's, also keine weiteren Vorgänge. Aber das hilft mir schon mal visuell ein Stück weit zu verstehen, okay, wo kommt denn das Ergebnis her? Und ich nehme die Pfeile nochmal raus, so. Um das auch mal zu zeigen, es gibt auch die Möglichkeit Spur zum Nachfolger. Da funktioniert natürlich äquivalent, aber eben in die entgegengesetzte Richtung, wenn man so möchte. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal gehe, 23.900, Spur zum Nachfolger wäre entsprechend dann hier rüber. Ja? Weil ich entsprechend diese Zelle verwende und darauf aufbauend, mit Hilfe dieser Zelle zusammen, diese Zelle berechne, das Ergebnis hier. Ja? Also deswegen eben der Verlauf hier darüber. Und auch hier ist es so, dass wenn entsprechend quasi, oder ich klicke mal da, ja, wenn entsprechend keine, hier oben ist eigentlich das Endergebnis hier schon. Wenn es kein Nachfolger mehr verfügbar ist, nochmal draufgeklickt, bekomme ich eben auch hier wieder, es gibt keinen Nachfolger mehr als Fehlermeldung. Ne?
Aber so entsprechend auch hier wieder derselbe Verlauf, bloß eben in die entgegengesetzte Richtung. Und so kann man zumindest auch mal visuell nachvollziehen, wie funktioniert denn das, wie hängt das alles zusammen. Ist manchmal ganz hilfreich, wie gesagt, mit diesen Pfeilen. Ich bin jetzt eher ein visueller Mensch, das heißt, für mich ist sowas einfacher zu verstehen, als wenn ich jetzt ein Blatt habe mit den ganzen Formeln. Aber auch so, allein diese Formelauswertung hier schon anzuzeigen und mal zu schauen, was ist denn da alles drin, ist manchmal ganz hilfreich. Und auch zum Teil, das gebe ich auch zu, erschreckend, wenn dann Leute sich, wenn Bedingungen bauen mit 10.000, übertrieben gesagt, verschiedenen Wenn-Bedingungen drin, die dann letztendlich das Ganze ziemlich aufblähen. Kann man bestimmt auch schöner lösen, aber kommt eben auch vor. Und manchmal ist das vielleicht auch der einzige Weg. Aber nochmal, wie gesagt, dieses Fenster hier, Formelüberwachung, hilft euch dabei, einfach mal zu verstehen, was sind überhaupt für Formeln in meiner Excel-Datei drin oder in dem Arbeitsblatt auf jeden Fall und wie hängt das zusammen mit diesen Spur zum Vorgänger bzw. Spur zum Nachfolger, mit diesen Pfeilen, okay? Gut, das war's für das Video. Wie immer, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen oder der einen oder anderen weitergeholfen. Es war interessant und ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!